Hallihallöchen, liebe Freunde der Spritzigkeit und der vielen Farben und der teilweise echt frustrierenden Level. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Splatoon 2. In diesem Part werden wir weitermachen hier in der Welt Nummer 5. Und versuchen möglichst viele Level noch zu machen, bevor es dann schließlich zum Endboss geht. Weil der Endboss wird jetzt bestimmt ein bisschen länger dauern. Wir sollten uns entsprechend schon mal darauf einstellen, dass der halt mal so die 10 Minuten, 15 Minuten schlucken wird. So, da ist wieder ein Checkpoint für mich. Sehr gut. Oh ja. Okay, wo geht's denn hin? Anscheinend hier rüber. Was gibt's hier? Okay. Wow. Warum gleitet das einfach mal los? Das habt ihr nicht gesehen. Schneide ich aus der Folge raus. Ne, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Okay. Wofür ist das? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aha. Ganz ehrlich, ich habe immer noch keine Ahnung, was genau ich zu machen habe. Wahrscheinlich auf der anderen Seite gibt es Ziele oder irgendwie sowas. Kann ich mir vorstellen. Ah, nein, es gibt was zum Schmieren. So, okay. Und jetzt? Was jetzt? Habe ich das hier voll geschmiert? Ah, das ist zu machen. Okay. Okay, und dann muss ich jetzt quasi mit dem Teil darüber, oder was? Okay. Nehme ich so mit. Und jetzt? Frage, wofür habe ich den Spaß gerade gemacht? Einfach nur, weil es lustig war, oder warum? Also... Ne? Möchte ja wissen, wofür ich meinen Scheiß hier mache. Ich meine, es geht ja hier rüber, ja, das ist alles schön und gut, ja, das ist ja noch eine neue Plattform und dann geht es einfach zu einem... Oh! Diese fuchsigen Leute von der Levelentwicklung. Ich hab's nicht gesehen, ich habe nicht gemerkt, dass mein Inkling irgendwie kurz aufgestiegen ist, kurzfristig. Gar nichts gemerkt. Oh, die Füchse, ne? Das sind solche Füchse, ne? Bei Nintendo, ne? Diese Level-Designer. Ne? Die halten sich für besonders clever, was sie auch sind. Und ich beneide sie für ihren Job, muss man einfach sagen. Aber, ja. Diese Leute, ne? Die haben was gegen mich. Die sehen da diesen kleinen deutschen YouTube-Kanal und denken sich, ja, ja. Extra für den bauen wir jetzt diese fiesen Level ein. Nee, das... Ich denke nicht. So, gibt's da irgendwas? Weil solche drehenden Plattformen haben es meistens an sich, dass da irgendwie doch was versteckt ist. Also warte ich mal ein bisschen. Verbrauche eure wertvolle Lebenszeit. Aber ich vermute stark, da gibt's doch nichts. Okay. Hätte sein können. So, jetzt habe ich einen Schlüssel. Alles kein Problem. Alles kein Problem mit ein bisschen. Auch alles kein Problem. Ja, guck. Ich bin der Gatling-Meister. Also ich übertreibe stark damit, aber ich bin der Gatling-Meister. Ah, okay. So ein Wölkchen zum Herbeizaubern. Und denen das Leben ein bisschen schwer machen. Haha, verstehe. Okay, die... Wow. Oh, je, je.
Die Plattformen bewegen sich, alles klar. Winzig kleiner Lebensraum, alles klar. Ist gut. Bisher alles soweit okay. Kann man machen. Ja. Gibt's einen Checkpoint schon mal. Das ist auch, kann man auch durchaus machen. Den armen YouTuber. Ja. Okay, alles gut. Haben wir das auch schon mal ein soweit. Okay, die beiden Treffer, die kamen so perfekt. In dem Moment konnte ich nicht viel machen. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, wirklich darüber springen. Jetzt habe ich keine andere Wahl mehr, als mich von Plattform zu Plattform zu arbeiten. Ja, befürchte auch. Uiuiui. Uiuiuiui, ich muss aufpassen, die Plattform bewegt sich, glaube ich, auch. Ja. Aha. Jetzt schnappe ich mir erstmal die ganzen Fischeierle da drüben. Was wäre eigentlich, wenn wir die Bösen sind? Also, oh, vielleicht sind wir sogar die Bösen. Wir klauen die ganze Zeit Leuten irgendwelche Fischeier und gibt es diese armen Leute, die wollen anscheinend auch nur etwas vom Strom und von der Energie abhaben, die wir genießen durch die Elektrowälze. Also, weiß nicht. Vielleicht sind wir ja die Bösen. Also, ich glaube, wir sind die Bösen. Gibt es vielleicht eine tiefere Story von wegen eine Unterdrückung von den Inklingen zu den Octolingen? Werden die Octolinge die ganze Zeit unterdrückt? Gibt es da eine tiefere Story? Übersehen wir da vielleicht etwas? Sind wir vielleicht die Bösen? Sind wir das sogar seit dem ersten Spiel schon? Oder ist vielleicht das Splatfest auch nur eine Art der Unterdrückung für die Octolinge? Wer weiß, wer weiß. Sagt, hier kommt langsam die finstere Wahrheit hinter Splatoon zustande. So, aber hier gibt es anscheinend nichts zum Holen. Na dann. Uiuiuiuiui. Puh. Okay, ist ja noch gar nicht mal so wild gewesen, die Geschichte. Wow. Die sehen aber lustig aus, wenn man die abgeschossen hat. Ah, wenn sie nachladen müssen, ist das okay. Alles gut. Gibt es da noch irgendwas Verstecktes? Natürlich. So. Schnell hoch. Dann rüberschwimmen da. Gott, selbst die Plattformen lösen sich irgendwann. Okay. Uiuiuiuiuiui. Das war unfair. Das sind... Ach, komm. Also die nehmen es aber sehr genau, was Checkpoints betrifft. Von wegen, die Dinger musste ich erst noch einsammeln und sowas. Ah.
Muss ich auch das eine Ding wieder einsammeln, ne? Eieieieiei. Ich nehme es sehr genau, was das betrifft. Na dann. Komischerweise die schönen Farben tun sie dann immer runterwischen, sobald mal links, damit, sobald mal verstorben bist. Okay. Gut. Was soll es? Das ist. Boah. Die Übersicht. Also. So, wie machen wir es am besten? Am blödesten. Vor allen Dingen muss ich jedes Mal das eine Ding holen. Das ist. Ich finde es ein bisschen nervig. Und. Boah, Gott sei Dank bin ich da gerade nicht verstorben, sonst hätte ich jetzt den Controller fast geworfen. Okay. So. Von unten erscheint immer eine Plattform. Genau, die braucht ein bisschen, bis sie erscheint, weil sie kommt von meiner Seite. Okay. Da muss ich, wenn ich also falle, dann möglichst in die Richtung von der gesamten Platte. Okay. Okay, ich glaube, ich habe es soweit schon durch. Puh. Meine Güte, ich sag's euch. Okay, ich darf nicht zu viel drehen. Das ist mein Untergang. Auch noch Gegner aufhalten. Okay. Das ist auch eine fiese Stelle. Ich nutze die ganze Zeit diese Plattform zum Hoch- und Runterkommen. Ich nehme schon mal den Checkpoint so an. Aber irgendwie komme ich. Muss glaube ich da hoch. Ja, ich muss da hoch. Das war jetzt ein bisschen viel. Oha, jetzt dreht er sich sogar um die eigene Achse ein bisschen. Uiuiui. Was zum Teufel? Nicht dein Ernst. Oh Gott, na! Du Scheiße, ist ja mein Albtraum. Das ist mein absoluter Albtraum, ist das. Alter, ist das fies. Dreht sich sogar in die Richtung. Meine Fresse. Das ist ja ein absoluter Albtraum. Oh Gott! Goodness gracious. Eieieiei. Ei, Karamba. Meine Güte, war das was. Also, ich fand das jetzt schon ein bisschen fies. Muss ich schon sagen. War schon ein bisschen fies. So. Ich glaube, wir haben auch jetzt bisher nur ein Level gemacht. Wow. Puh. Und ich habe nichts von den Dingern gefunden. Das ist. Meine Güte. Oh, wo ist eigentlich das nächste Level? Kann ich das schnell erreichen oder muss ich da jetzt erst einmal was suchen? Boah.
Man muss wirklich, glaube ich, die ganzen Schwebeplattformen benutzen. Das heißt also, mit schnell mal zum nächsten Level ist nicht. Okay. So, und jetzt müsste ich eigentlich die nächste Plattform ja schnappen. Sieht schon mal gar nicht so blöd aus. So, und hier ist ein Checkpoint, okay. So, da sollte ich nicht versuchen, ins Leere zu springen, sondern eher. Okay. Okay. Gut, Leute, ich weiß nicht, wo das nächste Level ist. Das heißt, wir gehen vorsichtshalber mal doch lieber auf Nummer sicher und beenden die Folge an der Stelle. Machen im nächsten Part weiter. Ja, die Folgen ziehen sich jetzt ein bisschen doch. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das eine fast 10, über 10 Minuten schluckt, die eine Folge, die eine, das eine Level. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Splatoon 2 und werden dann hoffentlich die nächsten drei oder vielleicht mindestens zweimal von den restlichen Leveln erledigen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Bleibt spazieren.